So, hallo Driho, werte Borderlands-Fans, wir machen heute Schnitzeljagd-Revolver. Revolver-Komponenten liegen verstreut in der Gegend herum. Wenn du alle findest, kann ich die Waffe für dich zusammensetzen. Bringen wir das Gehäuse, den Zylinder, das Visier und den Lauf. Klar machen wir das. Selbstverständlich machen wir das, weil wir machen ja alle Nebenquests, selbst wenn wir sie gar nicht brauchen. Dann, ich würde sagen, das ist eindeutig, wo wir schon kennen, wo. Das heißt, die Fahrt schneide ich raus. Und hier sind wir auch schon da. Ja, das war hier bei einem Ventil, ne? Wenn ihr das Nebenquest auch gesehen habt. Und hier sind ein paar Teile verteilt. Ein Revolvergehäuse, ein weiteres Teil von einem Revolver. Da sehe ich noch was Grünes, aber das ist schon wieder ein Hüpfspielchen. Und auf dem Weg dahin sehen wir vielleicht nochmal irgendwas Grünes leuchten. Nein, sehen wir nicht. Okay. Dann machen wir mal die Sprung-Challenge hier. Heps. Was haben wir hier? Ein Zylinder. Oder den Zylinder. Und jetzt müssen wir immer noch rätseln. Oder wie, oder was? Man sitzt doch sonst so... Sind wir hier gerade schon im Dunkeln und alles leuchtet grün? Wenn's da... Ja, doch eine Sache da oben. Haben wir von unten leider nicht sehen können. Und dann haben wir hier noch das Visier. Fehlt uns noch der Lauf. Genau der. Der eine. Wo mag der wohl sein? Gut versteckt mag der wohl sein. Schneide ich mal die Suche raus, oder? Muss ich das anschauen? In den Reifen? Oder wird es ja auch grün rausleuchten? Oh, Läden haben neues Inventar. Stimmt, das passiert alle 15 Minuten. Ne? Hier vielleicht? Wäre auch noch ein cooles Versteck für... Ah, guck mal. Das war's sogar. Revolverlauf. Tada! Und jetzt... Hilfe! Ah! Okay. Zurück zum schwarzen Brett. Also eins ist cool. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Aber ich glaube nicht, weil ich war jetzt hier schon unterwegs. Ich habe das Spiel neu geladen. Hier fahren keine Banditenautos mehr rum. Weil wir das Hauptquest gemacht haben, wo wir den Anführer gekillt haben mit den Autos. Und dann schaltet man die sozusagen aus und dann gibt es keine mehr. Ja, ja, hup, hup, schon klar. Also man hat wirklich Einfluss auch ein bisschen auf die Welt, obwohl es so ein altes Spiel ist. Natürlich ist der Einfluss festgelegt, aber trotzdem, es fühlt sich an, als würde man was schaffen. Großartig, hier ist dein Revolver. Er ist so gut wie neu. Nun ja, nicht so ein toller Revolver für uns, aber was soll's, wir haben ihn. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu likearieren und zu abonnieren. Es hilft meinem Kanal aus. Ansonsten tschüssi, Kopfschüttel und bye bye.